die Studierenden vor Ort kennenzulernen, deren Sichtweisen sich anzuhören, mit denen zu diskutieren, zu sprechen, ist einfach was ganz Großartiges. Mein Name ist Linda Kuschel und ich bin seit 2019 Juniorprofessorin hier an der Bucerius Law School. Und ich unterrichte hier im bürgerlichen Recht und im Immaterialgüterrecht und beschäftige mich insbesondere mit Fragestellungen der Digitalisierung. Zum Immaterialgüterrecht bin ich gekommen durch meine Tätigkeit bei Katharina della Dorantei an der HU Berlin. Und das ist ein Rechtsgebiet, das mich nach wie vor fasziniert, nach all den Jahren immer noch. Der Schutzgegenstand des Immaterialgüterrechts ist eben ja, das unkörperliche, immaterielle Werk. Es geht nicht um das handfeste Buch oder das Kunstwerk oder die Maschine, sondern um diesen geistigen Gehalt, der sich da drin irgendwie so ja, befindet. Also insbesondere das Urheberrecht bietet einfach auch sehr schöne Fälle, die man mit den Studierenden diskutieren kann, weil es eben häufig um Musik oder Film oder Kunst geht und es macht einfach sehr viel Spaß, mit den Studierenden zu diskutieren, ob Blurred Lines von Robin Thicke das Urheberrecht verletzt von Marvin Gaye, und das macht vielleicht manchmal ein bisschen mehr Freude, als über Verjährungsfragen beim Dieselskandal zu diskutieren, auch wenn ich das natürlich auch mache in der BGBAT-Vorlesung. Fragestellungen der Digitalisierung betreffen mittlerweile eigentlich alle Rechtsgebiete, weil dadurch, dass die Digitalisierung eben eine Entwicklung ist, die sämtliche gesellschaftlichen Bereiche durchdringt und betrifft, sind auch die Rechtsgebiete damit konfrontiert. Aber das Immaterialgüterrecht eben besonders früh, weil dadurch, dass es um einen immateriellen, unkörperlichen Gegenstand geht, lässt er sich eben sehr leicht vervielfältigen. Und man denke nur an die Internet-Tauschbörsen, die natürlich eine große Herausforderung waren für damals die Musikindustrie, aber eben generell das Urheberrecht als solches. Und ich beschäftige mich nach wie vor sehr gerne mit solchen Fragen, einfach weil ich auch ein Interesse an Technik habe und weil das die Gelegenheit bietet, rechtlich so aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen zu begleiten. Ein Evergreen gewissermaßen im Urheberrecht ist die Frage nach dem idealen Maß an Verantwortlichkeit für Intermediäre. Also inwiefern sollten insbesondere Internetplattformanbieter zum Beispiel für Inhalte, die auf den Plattformen hochgeladen werden, veröffentlicht werden, haften? Was für Maßnahmen müssen sie ergreifen? Ein weiterer Bereich, der im Moment heiß diskutiert wird, ist die Frage, inwiefern Produkte von selbstlernenden Systemen Urheberrechtsschutz oder Patentrechtsschutz beanspruchen können. Also zum Beispiel Texte, die durch eine KI geschaffen worden sind oder Erfindungen, die diese KI macht, können wir denen Urheberrechtsschutz gewähren, können wir die als Patent anerkennen. Ein weiteres Thema, was zunehmend auch im Immaterialgüterrecht eine Rolle spielt, ist das Thema der Nachhaltigkeit. Und das bringt ins Urheberrecht und ins Patentrecht eine interessante weitere Perspektive, weil wir uns in den Rechtsgebieten bisher vor allen Dingen mit diesem Gleichgewicht auseinandergesetzt haben zwischen einem ja, angemessenen Schutzniveau für Urheber, Patentinhaber oder eben Erfinder auf der einen Seite und diesem Zugangsinteresse, was die Öffentlichkeit hat, auf der anderen Seite. Und durch die Frage der Nachhaltigkeit fragen wir uns nun auch noch, wie sollten denn die rechtlichen Rahmenbedingungen idealerweise ausgestaltet sein, um einen Anreiz zu setzen, Ressourcen möglichst nachhaltig zu verwenden. Das Bucerius IP-Kolloquium ist eine Veranstaltungsreihe, die ich gemeinsam mit Dana Beldiman organisiere und in dem wir Nachwuchswissenschaftlerinnen die Gelegenheit bieten, ihre aktuelle Forschung vorzustellen. Ursprünglich war dieses Forum vor allen Dingen für ja, unsere Doktoranden, unsere Mitarbeiter hier an der Law School gedacht. Aber mittlerweile ist das IP-Kolloquium immer weiter gewachsen und wir hatten auch schon Vorträge von Wissenschaftlern von der HU Berlin, von der LMU München, von der Ruhr-Uni Bochum. Inwiefern wir es schaffen, rechtliche Regelungen, die auf ein bestimmtes staatliches Territorium abstellen, sinnvoll fortzuentwickeln für digitale Sachverhalte. Ein Beispiel könnte sein, ein Social-Media-Posting, was potenziell weltweit abrufbar ist. Welches Gericht sollte jetzt beurteilen, ob dieses Posting noch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist oder schon die Persönlichkeitsrechte von anderen verletzt? Und wenn das Gericht zu dem Ergebnis kommt, dass das Posting Persönlichkeitsrechte verletzt, was bedeutet das dann? Wo sollte es nicht mehr abrufbar sein? Nur innerhalb von Deutschland zum Beispiel, wenn es ein deutsches Gericht war, innerhalb der EU oder sogar weltweit? Für dieses Forschungsprojekt werde ich auch 5 Monate lang in den USA sein, als Fulbright Visiting Scholar an der UCLA. Wir haben die Videos pandemiebedingt aufgenommen, weil sich Ende März, Anfang April 2020 abzeichnete, dass die Urheberrechtsvorlesung, die im Mai stattfinden sollte, nur digital stattfinden können wird. Und ich dachte mir, dass es furchtbar wäre für die Studierenden, 90 Minuten lang eine Zoom-Vorlesung durchstehen zu müssen. Und diese Videos behandeln dementsprechend so die Einführung und die Grundlagen der jeweiligen Vorlesungseinheit. Und in der Vorlesung per Zoom selbst, die dann eben entsprechend kürzer war, haben wir nur noch die Inhalte vertieft und Fälle besprochen.
Ich schätze besonders den Austausch mit den Studierenden, den der Beruf ermöglicht, aber auch die wissenschaftliche Freiheit, die er einem bietet. Also die Möglichkeit, sich die Themen selber auszusuchen, die man bearbeitet und eben das zu behandeln, was einem besonders interessant, aber auch relevant erscheint und sich dann auch die Zeit nehmen zu können, also in Ruhe zu durchdenken. Ich unterrichte auch in Warschau oder ab und zu in Paris und war auch schon mit Studierenden in Georgien und dort die Studierenden vor Ort kennenzulernen, deren Sichtweisen sich anzuhören, mit denen zu diskutieren, zu sprechen, ist einfach was ganz Großartiges. Und das alles meinen Beruf nennen zu dürfen, ist einfach toll.